Einem uralten Otto-Witz übrigens zufolge haben die Ostfriesen nur eine einzige Bibliothek und die musste neulich schließen, weil jemand das Buch geklaut hat. Naja, Otto hatte schon bessere Gags, aber zum Schmunzeln reicht's. Nicht ganz so lustig ist das, was sich jetzt in Uppende in der Nähe von Aurich abgespielt hat. Dort musste nämlich jetzt wirklich die kleinste Bibliothek Ostfrieslands geschlossen werden. Und zwar wegen Vandalismus, erfuhr Joachim Reinshagen. Die Täter kamen in der Nacht und machten Kleinholz aus der Uppender Büchertelefonzelle. Zwei Wochen Arbeit und ganz viel Leidenschaft hat Jürgen Rogal in seine kleine Umsonstbibliothek gesteckt. Nun liegt sie bereits zum zweiten Mal kurz und klein geschlagen am Boden. Ja, eigentlich sehr, sehr traurig und auch bestürzt, weil das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass das passiert ist. Und ja, ich bin einfach sprachlos, da fehlen mir einfach die Worte bei sowas, weil ich frage mich, was für Menschen das sind, die sowas machen, weil Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alle haben diese Bibliothek hier angenommen und hier ist auch ein riesiger Durchsatz an Bildern, also an Büchern und das ist schon sehr, sehr traurig, ja. Die Idee hatte der gelernte Computerfachmann im Herbst. Er wollte, dass die Leute im Dorf wieder mehr lesen. Die Nachbarn spendeten die Lektüre und er machte sich an die Arbeit. Ende Dezember zerstörten Unbekannte dann die neue Dorfattraktion das erste Mal. Aber Jürgen Rogal ließ sich nicht unterkriegen und möbelte sie wieder auf. Während die Polizei jetzt nach den Tätern sucht, sortiert Jürgen Rogal aus. Nur wenige der 300 Bücher sind noch zu retten, die meisten ein Fall für die Mülltonne. Ja, es sind zwar hier gute Bücher, aber das ist nass, da kann man nichts mehr mitmachen. Ne? Schade. Hallo. Die Unterstützung ist groß. Romane, Krimis, Kinderbücher. Die Leute in Uppende wollen ihre Dorfbibliothek möglichst schnell wieder zurück. Super, und das wird ja auch gut angenommen. Ich bin, wenn ich hier dann öfter vorbeifahre, dann sehe ich das ja, dass die Leute reingehen, Kinder reingehen. Also das ist eine ganz tolle Idee, auch bei uns in der Nachbarschaft. Die wissen das alle und die fahren ja auch Oma öfters her. Die sammeln auch Bücher, bringen sie uns denn rüber, wir bringen sie hierher. Also, aber wer sowas macht, weiß ich nicht. 83. Egal wer die Randalierer sind, egal wie lange es dieses Mal dauert, alle im Dorf packen mit an, damit es hier schnell weitergeht. Ich denke, wir kriegen das hier in gemeinsamen Kräften auch wieder zusammen und warum unterkriegen lassen. Also gerade sowas schafft eigentlich neuen Mut und man muss eigentlich dann auch Paroli bieten und sich von sowas nicht unterkriegen oder kleinkriegen lassen, weil das würde für solche Leute irgendwie bedeuten, dass sie auch noch irgendeinen Sieg errungen haben. Das ist nicht gut, nein. Die Uppender bauen ihr buntes Wahrzeichen gemeinsam wieder auf. Und weil alle mitmachen, soll die kleine Dorfbibliothek spätestens in 2 Wochen wieder eröffnen. Dann wünschen wir schon mal alles Gute zur Neueröffnung.
be like a prayer on my knees, buried in the shelter of the night. And I don't beg for a bit of peace in war, I'd like to take a prisoner and fight. With all my senses and all my feelings and my power deep inside, my heartbeat is pushing the blood in my face. Skies weep in tears. If you are a rising star, you better overcome a storm of fears. With all my senses and all my feelings.